Wow, das war eine Nacht. Es wird euch gewahr, dass ihr euer gesamtes Leben wie in einem Traum verbracht habt. Plötzlich, angesichts der Prüfungen der letzten paar Tage, erwacht in euch das Leben. Wir sind Level 2. Was möchte ich denn haben? Ich möchte ein bisschen stärker sein. Ich möchte ein bisschen mehr aushalten. Und ich möchte Intelligenz. Warum nicht? Nehmt dies, es Wow. ist von einem Freund. I'm a fire in my laser, bam! Ich musste kurz dran denken. Oh, du hast mir so eine Notiz gegeben. Das ist interessant. Die lese ich in 40 Folgen oder so. Schlafen wir erstmal weiter. Einfach so geweckt werden. Das ist ja unerhört, ist das. Ich beschwere mich. Bei Frank. Aber nun gut, was hatten wir vor? Wir wollten zu diesem Morgen. einen. Ja, guten Morgen. Wir wollten zu diesem einen komischen Bauernhof, wo wir ein paar Menschen dabei helfen sollen, eben diesen zu verteidigen, weil er ihnen gehört und von Monstern angegriffen wird. Es ist gerade mal 5 Uhr morgens und das merkt man. In welche Richtung muss ich die Stadt verlassen? Durch dieses Tor. Davor wartet dann auch direkt mein Pferd, deshalb wird das Ganze nicht zu lange dauern. Der große Forst. Zerstörungsmagie. Warum nicht? Weil keine Lust. Hallo. Mein Pferd. Wo ist mein Pferd? Ist mein Pferd irgendwo da drin? Ich weiß gar nicht mehr, wo das Pferd abgestellt wird. Ja, Tatsache. Lasset uns springen. Springen, habe ich gesagt. Du kannst auch mal ein bisschen höher springen. Oh Gott, wir werden keine guten Freunde. Also, auf zum Bauernhof. Warum sollte ich ein Freund eines Pferdes sein? Egal. Hallo, ihr beiden Leute. Andus, immer mit der Ruhe. Wir werden früh genug aufbrechen. Ich Es ist kann es 5 Uhr. einfach nicht erwarten. Das wird der großartigste Kampf aller Zeiten. Übertreib's Das ist nicht. kein Scherz, Antus. Und es gibt keinen Grund, in Begeisterung auszubrechen. Wenn ihr nicht mitmachen wollt, warum seid ihr dann überhaupt hier? Vater und ich, wir schaffen das. Auch wenn ich mich fürchte, bin ich trotzdem hier, weil ich weiß, dass wir das tun müssen. Vater wäre der gleichen Ansicht. Vater hat keine Angst. Untersteht euch das zu behaupten. Das werdet ihr sehen, wenn er kommt. Ich werde ihn fragen und dann werdet ihr schon sehen. Vater Wer hat seid ihr? Angst. Hi. Warum ist Vater nicht hier? Er weiß doch, wie wichtig das ist. Was soll das heißen, er kommt nicht mit? Er hat euch gebeten, an seiner Stadt mitzukommen? Hat er denn gar keine Ehre? Na, so ein bisschen ist da noch, wenn er säuft, dann ist er ein großer Held. Ich Hi. fürchte, ich habe keine Zeit für eitles Geschwätz, mein Freund. Ich warte auf meinen Vater, Varus Odil. Habt ihr ihn zufällig in der Stadt gesehen? Ja, er besäuft sich gerade in der Taverne und ich soll dir deshalb helfen. Vor ein paar Tagen begannen sie, unseren Hof anzugreifen. Bla bla bla. Er kommt nicht mit uns? Ich glaube, ich verstehe. Und es ist besser, wenn er in Sicherheit bleibt. Mich wundert nur, dass er euch gebeten hat, an seiner Stadt zu gehen. Ihr würdet uns begleiten, obwohl euch dieser Kampf persönlich nicht betrifft? Eine ehrenwerte Tat. Dann nehme ich eure Hilfe gern an. Es hat keinen Sinn, noch länger hier zu warten. Ich folge dir und deinem Bruder. Hör auf, mein Pferd zu Wir schielen. werden ihr Blut im Namen unseres Vaters Ja, ich vergießen. werde euer Blut vergießen, wenn ihr euch nicht langsam beeilt. Wieso mache ich diese Aufgabe? Ganz einfach, weil diese Aufgabe so eine nette. Wie soll ich sagen? Es gibt verschiedene Enden zu dieser Aufgabe, je nachdem, wie gut man abschneidet. Denn die da können offenbar sterben. Und wenn einer von denen stirbt, ist der Ausgang der Aufgabe schon wieder ganz anders, als wenn keiner stirbt oder wenn beide sterben. Ich hoffe einfach mal, dass beide überleben. Das wäre tatsächlich das Beste. Aber mal schauen, ob das gelingt. Falls es mir nicht gelingt, beide am Leben zu halten, werde ich das auch nicht rückgängig machen. Ich werde einfach, ja, damit klarkommen müssen. Gut. Der Zauber wird hilfreich. Und die Sonne steigt auf. Sie erwacht.
Ja, die Verteidigung des Hofes ist offenbar sehr dringend, weshalb die beiden da in Lahmarschmanier wirklich spazieren gehen bis zu ihrem Hofe, aber in der Zeit können wir die Umgebung be... Oh Gott, ich warte einfach auf euch, okay? Ich reite dorthin und warte auf euch. In der Zeit kann ich ein bisschen was tun. Denn ihr habt sicherlich im Moment Wichtigeres zu tun, als die Arbeit auf dem Hof zu erledigen, und deshalb mache ich das. Das heißt, ich werde... Oh, ich habe eine gute Idee. Ich weiß jetzt nicht, ob das geht, aber vielleicht kämpft das Pferd ja mit, wenn ich es hierhin mitschleppe. Das Pferd kann natürlich auch sterben, aber glaubt mir, die halten einiges aus. Ich werde hier ein bisschen Sachen sammeln. Ich könnte sonst sowieso nichts anderes tun in der Zeit, die die brauchen, um hier anzukommen. Deshalb eignet sich das da gerade auch sehr gut. Auch hier wieder jede Menge Zutaten, die für Alchemie, um Alchemie schnell hochzubringen, wirklich hilfreich sind. Seid ihr schon fast da? Nee, ihr braucht noch ein bisschen. Okay. Das hier wird ja richtig das Gärtner-LP. Landwirtschaftssimulator. Dieses Spiel hätte ich LP'en sollen. Und nicht Oblivion. Wobei die Musik auch ihr Übriges dazu tut. Wir sind angekommen. Ich brauche wirklich nur ein paar. Tut mir leid, ich kann euch gerade nicht helfen. Ich brauche ein paar Pflanzen. Ich habe gleich alles. Keine Sorge, Zuschauer. Langweile dich nicht und fürchte dich nicht. Ich habe gleich alles. Wir sammeln hier auch keine Hülsenfrüchte, wir sammeln Tomatenpflanzen. Und ihr wisst, wie wichtig Tomaten sind. Konzentriert euch, nehmt euch in Acht und seid vorsichtig. Anthus, oh bist Gott. Du bereit? Ja, ich bin bereit. Auf geht's. Verteidigt euch, hier kommen sie. Okay, okay. Ich habe da auch schon ein paar Tränke, die hilfreich werden. Hilfreich sein werden. Nee, habe ich nicht. Naja. So haben wir den ersten Gegner schon mal schnell weg. Und da kommen sie. Horden an. Goblins offenbar. Ja, triff mal wieder nicht. Das ist perfekt. Ja, nicht getroffen. Aber ich kann ihn weglenken. Das ist gut. Wenn man die Gegner weglecken kann, dann sollte man das tun. Und auch du wirst sterben.